Herzlich willkommen zur Schulung Durchführung von Audits, und zwar von internen Audits und auch von externen Audits, also Lieferanten-Audits, mit Hilfe der Innolytics-Software. So sieht es aus, wenn Sie auf die Plattform kommen. Sie haben hier die Begrüßung. Als Administrator sehen Sie in der Übersicht bereits, wie viele Audits sind geplant, wie viele sind aktiv, wie viele sind abgeschlossen und in welchem Status befinden sich die Ergebnisse. Die eine Perspektive, die wir uns anschauen, ist die von Andi Auditor. Das ist die Person, die das Audit durchführt. Und wir gucken uns die an von Luan Wang. Das ist die Person, die auditiert wird. Sie sehen, beide haben unterschiedliche Ansichten. Zum einen sprachliche Ansichten, zum anderen kann Luan Wang natürlich nicht auf die Statistik zugreifen. In der Software finden Sie zunächst einmal hier oben den Kommunikationsbereich, da ist Willkommen drauf. Dort stehen zum Beispiel auch drauf das Lieferkettengesetz, das sind die Anforderungen. Oder es gibt noch eine Seite zum Code of Conduct. Das heißt, Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, andere über Ziele, Zweck und Durchführungen von Audits zu informieren. Links finden Sie zunächst einmal die Liste mit den Audits. Audits werden nach Themengebieten gruppiert. Diese können Sie flexibel einstellen. Dazu finden Sie ein eigenes Video, wie man das verändern kann. Und Audits durchlaufen verschiedene Status von der Planung, Live-Schalten des Fragebogens, Bewertung bis hin zum Abschluss. Einen weiteren Fragebogen oder einen weiteren Workflow finden Sie zu den Ergebnissen. Hier sehen Sie auf der einen Seite, wie viel Fortschritt mit den Ergebnissen erzielt wurde, also 13%, 30. Sie sehen auch, das berechnet sich da noch nach, wie viele Status wurden durchlaufen und wie viele Informationen dazu wurden ausgefüllt. So, fangen wir an. Wir möchten ein Audit planen. Was tun wir? Zunächst mal sagen wir, wie heißt das Audit? Hier zum Beispiel Lieferkettengesetz. Einsatz von Kindern in China. Wir führen ein digitales Audit durch und es ist in dem Fall eine Risikoanalyse. Es dient zum Lieferketten im Rahmen des Lieferkettengesetzes dazu, eine Risikoanalyse bei Lieferanten durchzuführen. Jetzt können ergänzende Informationen eingetragen werden. Wir möchten mit Hilfe des Audit gerne herausfinden, inwieweit sich das Unternehmen an die Vorgaben des Lieferkettengesetzes zur Kinderarbeit hält. Punkt. Sie sehen also hier, man kann auch die Sprachsteuerung des Rechners nutzen. Die Software arbeitet damit zusammen. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wer darf denn das sehen? Also, es kann sein, dass nur der Auditor, / die Auditorin und die Person, die auditiert wird, das Ganze sieht. Es kann aber auch sein, ja, also dann würde man eingeben an die Auditor und in dem Fall Luan Wang. Kann aber auch sein, dass Sie sagen, nein, bei uns ist zum Beispiel der Jan Müller aus einem bestimmten Bereich, der soll das ebenfalls sehen. Und dann haben wir vielleicht noch Annabelle, die ebenfalls bei der Person arbeitet, die auditiert wird oder Mitarbeiterin von uns ist. Das steuert ausschließlich die Sichtbarkeit. Nächste Frage, und jetzt kommen wir zu den Rollen. Wer ist Auditor, wer Auditierte? Damit verbunden sind unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Rechte. Das heißt, das ist nicht ganz banal, wen Sie hier eintragen, wenn jetzt hier sozusagen Sie einfach sagen, ach, ich hau jetzt mal kurz den Luan Wang mit zum Auditor oder hau den in diese Rolle mit rein, ernenne ihn mal ganz kurz zum Auditor. Dann hat er plötzlich Rechte, die soll der eigentlich gar nicht haben. Die Rechte können Sie definieren, dazu gibt es ein eigenes Video. So, damit ist die Planung bereits abgeschlossen. Jetzt gibt es eine Reihe von Zusatzinformationen. Hier beispielsweise ist das eine Risikoanalyse nach dem Lieferkettengesetz. Da wird also genau nach den Vorgaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gesagt, okay, wir brauchen verschiedene Anlässe. Es gibt die jährliche Risikoanalyse, es gibt aber auch Erkenntnisse, zum Beispiel aufgrund von Hinweisen im Beschwerdeverfahren. Ich kann noch weitere sagen, es ist ein vertiefendes Nachfolgeaudit und sagen, welche Priorität hat diese Analyse oder das Audit. Diese Fragen können Sie entweder als Freitextfelder definieren oder die Kategorien im Backend in der Plattformverwaltung frei
definieren. Das nächste Punkt ist Kommunikation und Aufgaben. Sie können schreiben, bitte stellen Sie alle Unterlagen bereit. Das können Sie an die entsprechenden Personen kommunizieren. Hier steht zum Beispiel, Sie haben das Audit-Lieferkettengesetz Einsatz von Kindern in China erfolgreich angelegt. Wir benachrichtigen die anderen Personen. Also, das bedeutet nichts weiter als, jetzt hat Luan Wang eine neue Nachricht, wo es hieß, schau mal hier, Sie sind soeben ernannt worden, Sie mit der Auditee-Role, also Sie werden jetzt auditiert und hier kommen Sie direkt zum Beitrag. Es ist ein wichtiger Punkt, auch diese Benachrichtigung, das machen wir häufig im Vorfeld mit unseren Kunden, können sehr frei definiert werden, wer erhält wann welche Nachrichten. Sie sehen hier die ergänzenden Informationen, sieht natürlich Luan nicht. Dafür sieht er, please provide all documents. Er sieht sozusagen das, was Sie ihm geschickt haben und kann jetzt hier darauf antworten. Here are the documents. Und jetzt können Sie also unterschiedliche Dokumente anfordern, wie beispielsweise entweder Bilder. So, jetzt lade ich hier beispielsweise dieses Dokument mit hoch. Man kann auch den Link dazu noch einmal separat kopieren. Also alle Dokumente bekommen auch eigene Links. Nächster Punkt, es können Aufgaben angelegt werden. Sie sehen jetzt hier bereits Dates and Tasks. Hier können Aufgaben angelegt werden. Die finden Sie alle hier. Diese Aufgaben findet man ebenfalls hier wieder. Ja, Sie können also Aufgaben anlegen an denen, was die anderen tun sollen. So, nächster Punkt, hier sind die Fragen und die Auswertung, das haben wir jetzt noch nicht getan. Genau das machen wir jetzt aber. Risikoanalyse, Fragen, wir fragen beispielsweise mal ab, wie schützen Sie Minderjährige in Ihrem Bereich? Dann steht hier, wie alt sind die jüngsten Personen, die für Ihr Unternehmen arbeiten? Sie finden also als Auditor oder Auditorin links die Fragen und rechts finden Sie die Bewertungen dazu. Sie können also sagen, Ergebnis vom Typ Schwäche, in dem Fall haben Sie eine Schwäche festgestellt, oder es ist ein Ergebnis vom Typ Risiko. Und dann können Sie auch gleich, machen wir das nochmal, mit definieren, um welche Art des Risikos es sich hier eigentlich handelt. Das können Sie, und das zeigen wir Ihnen separat in einem Video, komplett automatisieren. Was wir jetzt zunächst einmal tun, wir schalten den Fragebogen live. Noch sind keine Antworten da, noch sind keine Ergebnisse da. Das wird sich aber in Kürze ändern, denn jetzt sehen wir hier, dass die andere Seite, nämlich Luan Wang, genau den gleichen Fragebogen erhält. Hier heißt es, wie alt sind die Jüngsten, die für ihr Unternehmen arbeiten, 12 bis 14. To what extent do you comply with the following constraints, wird er gefragt. Easy tasks, ja, minimum working time, partially, so, das heißt, er antwortet. Dann heißt es noch, bitte beschreiben Sie die Art der Arbeit, die Sie Kindern geben. Well, they work in cleaning sometimes. So, das ist das, was er Ihnen jetzt antwortet. Auf der anderen Seite, jetzt haben Sie gerade schon gesehen, es gibt das Benachrichtigungssystem. Auf der anderen Seite sehen Sie unmittelbar, nachdem das abgeschlossen wurde, wieder mal Wumms, 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 es kommt die Benachrichtigung, das ist der Vorführeffekt, weil das jetzt hier gerade sehr, sehr schnell geht im Demo. Wie alt sind die jüngsten Personen? Er hat gesagt 12 bis 14. Und inwiefern halten Sie die folgenden Rahmenbedingungen ein? Leichte Tätigkeiten gemäß § 2 Kinderarbeitsschutzverordnung. Wir haben hier ein Risiko erkannt. 5-mal war er compliant. Sie haben hier auch die Möglichkeit, Punkte und Scorings zu hinterlegen. Hier hat er also 10 von 12 Punkten erreicht. Und hier sagt er noch, bitte beschreiben Sie, für welche Art von Arbeiten Sie Kinder unter 14 einsetzen. Und jetzt können Sie natürlich noch sagen, bitte schicken Sie ein Foto oder ein Video. Sie können hier übrigens auch dann Videos einbinden, die Sie beispielsweise in Microsoft Teams Sessions gemacht haben. So, show one answer. Er sagt jetzt, here is an image, oder er schickt hier ein Video rüber. Er kann da unterschiedliche Medien bearbeiten. So, gucken wir hier kurz rein.
So, jetzt lädt er dieses Bild hier hoch. Zack, und in der Sekunde haben Sie das dann ebenfalls bereits vorliegen in Form der Bildergalerie. So können Sie auf die Art und Weise einen sehr lebendigen Dialog mit Ihren Lieferanten bzw. mit den Auditierten führen. Alles wird in der Software festgehalten. Das heißt, revisionssicher, ja, hier geht nichts verloren und es kann auch nichts am Ende. Schauen Sie mal hier rein, Luan Wagen, hier ist ein Image, bitte schicken Sie ein Foto, Sie machen dies, Compliance. Also alles, was hier geschieht, wird so festgehalten, dass es am Ende nicht mehr verändert werden kann als Ergebnis. So, wir haben hier die Ergebnisliste. Sie sehen hier Compliance, einfache Tätigkeiten für Kinder unter 14, nochmal angemessene Arbeitszeit. Sie sehen aber ein Risiko mit hoher Priorität und einer bedingten Erfüllung. Sie können jetzt nochmal in die Fragen reingehen und sagen, na, stimmt denn das Ganze wirklich? Nun, Sie arbeiten manchmal in der Reinigung, Sie gucken sich das Ganze an und sagen sich, naja, so wie der mir das hier erzählt hat, er haut das wohl nicht so ganz hin und Sie machen aus möglicherweise Arbeit von Kindern unter 14, machen Sie erfüllt nein. Oder Sie sagen hier nicht möglicherweise, sondern Sie schreiben Risiko Arbeit von Kindern während der Schulzeit. So, dann ändern sich automatisch auch die Ergebnisse. So, was machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen? Ganz einfach, Sie übertragen die Ergebnisse in den Ergebnis-Workflow. Hier im Ergebnis-Workflow, dort finden Sie alle Risiken, die aufgefallen sind und dort werden diese Risiken weiter bearbeitet. Wie mache ich das? Bin jetzt hier im Audit drin, gehe auf Auditfragen, Ergebnisse und jetzt sehe ich hier Risiko Arbeit von Kindern unter 14 vor oder während der Schulzeit. Ich übertrage das Ganze in den Ergebnis-Workflow. Ich könnte auch eine Aufgabe draus machen, aber ich übertrage es in den Ergebnis-Workflow. Und dann habe ich das Ergebnis hier drin. Und in diesem Ergebnis-Workflow, dort wird das Ganze dann bearbeitet. Denn ein Audit ist ja irgendwann vorbei, aber die Maßnahmen dahinter, gerade zum Beispiel Abhilfemaßnahmen im Rahmen des Lieferkettengesetzes, die gehen ja noch ein bisschen weiter. So, hier haben wir wieder einen Prozess, Ergebnis erstellt, möglicherweise dann einen 8D-Fragebogen. Es kann zu einer Überprüfung kommen, zum Verschieben oder das Ganze ist dann abgeschlossen. Wie man mit den Ergebnissen umgeht, dazu eine separate Schulung. Am Ende auf jeden Fall wünsche ich Ihnen von Herzen, dass alles bei Ihnen im grünen Bereich ist, so wie hier, alles abgeschlossen, Risiken nicht mehr vorhanden.